Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle und Krebs. Hier das Szenario auf, also reden und aufnehmen, also spielen und aufnehmen. Ja, hat gerade eingetragen, ich habe nicht aufgenommen. Ja, dann redet so schön, ne? Thema Böden und so, warum, weshalb hier das so aussieht und warum wir mal mehr oder weniger ernten. Ja, das ist halt so, ne? Aber ich habe es zum Schluss gesehen. Der gibt's doch gar nicht. Guck rauf. Läuft nicht die Aufnahme. Muss aber dazu sagen, ich habe früher mit OBS Labs aufgenommen. Und ich nehme jetzt mit OBS auf. Das sind im Grunde zwei verschiedene Programme. Aber OBS Labs läuft auf die Grundlage von OBS. Ich habe festgestellt, dass OBS Labs, was hier jetzt für Kettle und Kopf nicht so gravierend ist, kann nicht HDR aufnehmen. Was jetzt mit Diablo das Problem ist, weil der LS läuft ja auch nicht mit HDR, sondern halt nur etwas heller mit HDR, sagen wir so, ne? Als wenn man jetzt ohne HDR. Vergleich kann man sich so machen. Wer LS jetzt mit Beziehungen spielt, hat ja allgemein ein bisschen einen dunkleren Bildschirm. Wer mit HDR spielt und Seasons hat in etwa den Farbton wie im Original letztendlich. Also es wird deutlich heller. Das ist halt so. Ich nehme das jetzt im Prinzip mit HDR auf, wird aber noch nicht gezeigt bei YouTube. Ich muss mal ein Video hochladen ohne den Vorspann und nur das Video an sich mal als Test. Das werde ich bei Diablo machen, aber wahrscheinlich eher nächste Woche, oder ich nehme einfach ein Testvideo hochladen, das geht ja auch, weil das Bearbeiten dauert ja endlich sehr lange, weil bei Diablo ist das Spiel eigentlich recht dunkel und nur mit OBS kriegst du hin, dass es halbwegs hell ist, ne? Deswegen mache ich mit OBS jetzt, das ist im Grunde egal. Deswegen sind auch links, weil OBS macht halt eigentlich so, dass ich praktisch so gezeigt werde, wie ich sitze. Also wenn ich die linke Hand hochhebe, ist es die linke Hand. Bei OBS Labs was umgekehrt, das heißt, war spiegelverkehrt. Warum das so ist und weshalb ich das nicht anders einstellen kann, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist ja auch nicht im Grunde nicht ganz so wichtig. Ich gucke nur halt ganz gerne zum Spiel rein. Muss ich jetzt so vorstellen, jetzt schaue ich ja im Prinzip, wenn man mich sieht. Also im Grunde jetzt so rein. Und wenn ich jetzt auf der rechten Seite gewesen wäre, dann würde ich im Prinzip rausschauen. Das sieht dann in meinen Augen blöd aus. Entweder oder, ne? Klar kann auch eine Kameraposition links oder rechts auch andere Gründe haben fürs Spiel, aber dann müsste ich meine Kamera umbauen. Würde technisch gesehen auch gehen, aber wie gesagt, dann müsste ich die ganze Kabelei wieder umbauen und so, das wäre nicht so mein Fall. Muss ich nicht unbedingt machen. Ich muss eben irgendwann mal alles hier umräumen und mal optimieren, aber nicht heute, ne? Ich hatte ja heute einen Monitor gesehen von Samsung in der Vorstadt, was gestern. Also ich kaufe mir jetzt keinen neuen Monitor, so sagt nicht, aber ich habe mal so gesehen, weil die schmeißen ja im Prinzip jedes Jahr was Neues raus und das ist ja finanziell gar nicht machbar, ne? Die Dinger kosten ja schon richtig viel Geld und das ist so ein Gaming-Monitor, und aber konkav und riesengroß, im Grunde zwei große Monitor, ne? Also müsste ich jetzt, weiß ich aber, dass man im Prinzip mit Aufnahmeprogramm das normal zu 16 zu 9 umrendern kann, ne? Dass man im Prinzip obwohl ich anders spiele, trotzdem so aufnehmen könnte, als wenn das 16 zu 9 wäre. Also rein technisch gesehen geht das. Ich habe es mal gesehen, wenn ich es einstellen müsste, müsste ich mir das die Methode immer wieder anschauen.
müsst ihr bis suchen auf YouTube, da findet man schon was. Da gibt es da einen, für der sowas ganz gerne erklärt, auch gut erklärt. Aber ich sag mal so, Experimentellphase bin ich eigentlich raus. Das bedeutet meistens Probleme. Performance-technisch meistens. Immer wenn ich was besser machen wollte, gab es Schwierigkeiten. Muss man dazu machen. Ducano, der Drescher, der noch Miete war, endet nun bald. Das können wir wieder wegmachen. Ich bin Fahren verloren. Achso, wegen der Aufnahmequalität. Meine alten Festplatten, die SSD, hatten, so kam mir das vor, erste Verschleißerscheinung. Das Bild war vorhin ganz kurz weg. Warum weiß ich auch nicht. Aber ich speichere jetzt immer automatisch, also falls Abstürze gibt, dass ich nicht komplett das nachspielen muss. Was ist los? Ihr seht es nicht. Seit 06. Schmeißen wir wieder raus. Ja, dann so eine Lenkung gleich hinüber. Also Lenkung ist jetzt die Federung raus. Ich lenke sowieso automatisch von da, nicht ganz so dramatisch. Ich kann es bis heute nicht erklären, wieso da gerade aktuell mich weil das Spiel in Dings reingeht, in also Hintergrund normalerweise. RTT und dann S drücken, dann macht er alle raus, ne? Ja. Weiß ich nicht warum. Keine Gründe dafür. Meistens immer irgendwelche Updates meistens dann, ne? Rausschmeißen. Ja, deswegen hatte ich mir jetzt neue Festplatten gekauft und in dem Fall habe ich auch geschaut, was die Festplatten an sich können. An Leistung. Pro Sekunde oder ne? Und die sind, wenn man das optimale USB-Anschluss hat, bis zu 5 GB pro Sekunde machbar. Und wie gesagt, Zeit Auslastung um die 13, 15%, 60%. Obwohl ich 90.000 Bits pro Sekunde aufnehme. Es könnte auch als anderer Modus genommen werden mit ja, das wäre technische Teil, ist gerade schon schwierig. Also da könnte es theoretisch aufnehmen, eine flexible flexibel Brandzeug praktisch, wo die Datenmengen immer nach Bedarf mehr oder weniger gemacht wird. Also das, trotzdem ist es, man kann es einstellen auf 1 bis, ich glaube 52. 52 wäre ganz schlecht und 1 wäre super. Also von der Menge her, Datenmenge her, also auch super. Wieso will er jetzt nach links fahren? Die Lenkung. Die Lenkung war nicht mittig. Da muss ich nachher kurz in Folge das Spiel speichern und mal laden. Geht ein bisschen besser. Ja, jedenfalls könnte man auch flexibel gestalten und dann locker, boah, aber ein Video um die 40 GB ungefähr groß. Das würde das Rendern auch noch hinauszögern und das wäre optisch gesehen bei YouTube grund und nicht sichtbar und dann wäre es in dem Falle Quatsch. So mache ich eine konstante Bitrate. 90.000 Bits pro Sekunde. Das ist schon eine gute Zahl. Mengenmäßig. Ich denke mal, das sieht man auch auf YouTube. Warum ich jetzt 2K hochlade, das liegt. Nee, 2K. Ja, 2K. Das liegt daran, dass YouTube, kleine YouTuber,
bei HD einen schlechteren Farbcode gibt. Ja, warum auch selbst? Keine Ahnung, wahrscheinlich weil sie Kosten einsparen wollen. Oder auch die Datenmenge, ne, anders ist, ne? Aber man kann es umgehen, so zeitlich was noch, indem man 2K hochlädt, dann kriegt man den besseren Farbcodec. Farbcode. Ist ja halt so, ne? Aber das passt. Denn ich möchte ja so das Spiel zeigen, wie ich eigentlich spiele. Also von der Farbe her. Von der Kräftigkeit und Sättigung und allem möglichen Zeug. Und das geht halt nur bei 2K. Man muss aber nicht 2K schauen. Vielleicht auf Full HD oder auch einfach HD, je nachdem, wie man das das Internet erlaubt. Von der Geschwindigkeit. Auf Handy ist sowieso egal, da ist es eh klein, da sieht man das sowieso nicht. Aber halt am Monitor schon, ne? Die allermeisten denken, wenn wir schon Full HD haben. Ja, den Streifen machen wir mit dem Seegerät damit, ne? Ja, Full HD sollte man schon, sollte eigentlich jeder haben. Reicht auch normalerweise aus. Aber ich habe mir damals ein. Ich habe damals 7D to Die gespielt. Und habe festgestellt, dass das Spiel. Schlieren zieht auf einem anderen Monitor. Und das wollte ich vermeiden, habe mir deswegen einen Monitor ausgesucht, der die nötige Reaktionszeit hat. Ich wollte auch ganz gerne weiterhin auf dem großen Monitor spielen, wenn man einmal das gemacht hat, auf dem großen zu spielen. Möchte man auf klein nicht mehr spielen, sei mal so ganz vorsichtig. Aber ganz groß wollte ich auch nicht zulegen. Das war damals 65 Zoll Fernseher. Der war aber als Monitor gedacht, so beschrieben. Kostenpunkt knapp 4000 Euro. Da habe ich auch für mich damals entschieden. Nee, Entschuldigung. Das ist dann auch für mich zu teuer. Und habe dann drauf verzichtet, ne? Also nicht bestellt. Hätte ich mir auch nicht leisten können in diesem Zeitpunkt. Kann ja nicht sein, dass ich einen teuren Monitor habe als einen teuren Fernseher. Gut, der hat damals 2000 gekostet. Heute kriegst du ja gleiche Größe 1004, 1005 ungefähr. Aber halt kein 3D mehr. Ne? Also 3D ist glaube ich außer Mode. Warum weiß ich auch nicht. Ist halt so. Aber das ist ja auch so im Geschäft von Verkauf, dass die ganz gerne das so gestalten, dass zum Beispiel ganz gerne was Neues rausschmeißen und so den Kauf zu animieren, ne? Oder jedes Jahr neue Sau durchs Dorf jagen. Kaufe mir nicht jedes Jahr was Neues. Das gleiche auch nicht mit Elektrogeräten. Weil jemand sagt, oh, die neuen sind der Stromsparer. Ja, mag sein. Was ich erst hinterher feststellen kann, ne? Das ist das Erste. Zum Zweiten, wenn ich was Neues kaufe, ist das Gerät meistens eher ein bisschen größer. Wenn man dann sagt, okay, das ist doch. Man kann doch ein bisschen mehr Platz gebrauchen, ne? Und schon bist du beim Kühlschrank. Zumindestens. Einen gleichen Verbrauch, also wenn nicht eher mehr. Und ich sage mal persönlich, heute würde ich nur was Neues kaufen, wenn es kaputt gehen würde. Ich hatte mal einen Geschirrspüler gehabt, der ging kaputt, da habe ich mehr gekocht, also geheizt. Da war im Prinzip nur Wasser kalt, also da war wahrscheinlich der Heizstab kaputt, keine Ahnung. Jedenfalls, den habe ich dann ausgetauscht und habe dann gleich ein bisschen größer gekauft.
Also da mache ich schon entsprechend. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Dann seid mal schön dankbar, dass Sie reinschauen. Und tschüss, ciao, ciao. Ja, und vielleicht sehen wir uns mal wieder hier. Kettle und Kopf. Ja, hier leider noch weiter arbeiten hier. Teller muss ja sein, ne? Dann haben wir noch oben viele Felder noch. Aber bald ist der Tag vorbei, dann kommen wir mal am Ende nach schlafen. Und dann geht's weiter hier bei Kettle und Kopf. Tschüss.